Auto- und Rallycross bei Mediasport wird Ihnen präsentiert von Windschiegel Maschinenbau, von Airpower Autosport Artikelen aus Reicker-Forstel, von Airpower Schweiz bei Reto Baumgartner, von Racing Interior, von Goldspeed Racing Products, von LMS Indie Sport Tires, von Peters Autosport und Partnern, von Dino Performance bei Thorsten Kandels und von Jaka Cross. Ja, servus und herzlich willkommen, liebe Autocross-Freunde. Servus und herzlich willkommen aus Porici nad Sasavou, einem Autocross-Festival. Sicherlich eins der größten und tollsten Rennen in Europa des Jahres 2023. Die FIA Central Europe Zone Autocross Championship war vor Ort, genauso wie die Österreicher, die Slowaken und natürlich die tschechische Meisterschaft. Und am Ende gewinnt mal wieder ein Deutscher den größten Pokal. Die Touring Autocross hatten ein volles Haus zu vermelden, ein ganz, ganz tolles Bild. Aber zimperlich waren diese Kollegen nicht miteinander. Da ist es Jan Broschek, den wir ja alle kennen aus der Europameisterschaft, genau wie seinen Vater. Der zieht mal vorne vorweg, während dahinter sowas wie Krieg ausgebrochen ist. Casalboni dreht sich, ist damit raus im Kampf um die Spitze. Peter Simoda, hier sehen wir es, diesen wunderschönen Skoda, hat er komplett verbogen. Unfahrbar dieses Auto. Damit kann auch er einen Haken an den Sieg hier setzen. Ja, Lubosz Kozel im Audi Quattro, der hatte auch sein Auto nicht mehr ganz okay. Dusan Hodzicka im wunderschönen Honda, im Marathonda dahinterher. Und da sieht er, dass sein Konkurrent die Kurve nicht mehr schafft. Und dann sind wir mit der Drohne genau über ihm und können jetzt auch mal sehen, wie schnell dieses Teil hier nach vorne schießt. Da ist es Natale Casalboni, der ja überrundet ist. Und der Jan Broschek, der hat so große Probleme mit seinem Auto. Das ist fast unfahrbar und nur seinem Fahrkönnen ist es zu verdanken, dass der das Ding hier vielleicht sogar nach Hause fahren kann. Schauen Sie mal, geradeaus geht überhaupt nicht mehr. Es kommen immer näher der Dusan Hodzicka und Marcel Dlesch. Aber dann schafft er es. Jan Broschek gibt alles und gewinnt hier das Rennen der Touring Cars vor Dusan Hodzicka und Marcel Dlesch. Und er sagt, ich bin total glücklich. Tolle Atmosphäre hier. Ich habe in der letzten Runde meinen Frontantrieb komplett verloren und konnte nur noch mit Heckantrieb fahren. Aber ich habe es so gerade noch geschafft. Ich habe alles gegeben. Tja, da gibt es natürlich die Junior-Buggies. Ne? Und da sind nicht nur junge Herren, sondern auch junge Damen mit dabei. Und wie, die sind nämlich richtig gut. Und wie die miteinander umgehen. Auf den Zentimeter fahren sie hier. Und das ist ja gar nicht so einfach mit diesen freistehenden Rädern, mit diesen Buggies mit 600 Kubikzentimeter. Und vorne, vorweg, da fährt jemand, naja, der macht das schon viele Jahre mittlerweile so, der Arnost Florian. Dieses super Talent aus Tschechien. Ich glaube, es gibt Pläne für die nächste oder übernächste Saison, was er so dann fahren will. Er bleibt dem Autocross auf jeden Fall erhalten. Das können wir schon mal festhalten. Hinter ihm wurde ordentlich gekämpft, auch mit der Eliska Plina. Und die legt jetzt mal eine Gangart zu, überholt den Philipp Durth und ist jetzt auch dabei mit dem Jakob Safranek. Da will sie auf jeden Fall noch weiter nach vorne, aber Arnost Florian, der ist weit, weit weg und gewinnt dieses Rennen hier souverän. Eliska Plina, die 13-jährige Tschechin, fährt auf die 2 und Jakob Safranek rettet sich ganz kurz vor Philipp Durth. Arnost Florian sagt dann auch, das ist ein großartiger Tag für mich. Ich kann nur sagen, dass alles komplett perfekt war. Ja, die Klasse der Buggy 1600 ist in der Regel in Tschechien ja nicht ganz so voll, aber durch die österreichische und slowakische Meisterschaft sieht das ganz anders aus. So, jetzt mal Achtung. Da ist es vorne ein nicht ganz so bekannter Österreicher mit Patrick Kolm, der das alte Florent Tafani-Auto
von Peters Autosport wieder frisch gemacht hat. Und wie, da ist er gerade hier auf Platz 2 gewesen, wurde dann aber von Martin Vaculík überholt und fährt auf Platz 3. Da ist es im Moment der Jakub Nowotny, der vorne fährt. Aber man merkt, Vaculík ist irgendwie schneller unterwegs. Und ich nehme es vorweg, der Jakub Nowotny hatte einen schleichenden Plattfuß, während Patrick Kolm seinen Motor aber mal so komplett mit Luft füllt, dass da nichts mehr aufeinander blieb. Kapitaler Motorschaden für den Österreicher. Und vorne, das hat alle sehr gefreut, gewinnt der Martin Vaculík vor Jakub Nowotny und Jerzy Reszek. Ja, und er sagt, ich habe dieses Finale geliebt. Nach dem Start war ich Dritter, aber ich habe sie alle überholt und habe gewonnen. Also Jakub Nowotny hatte wohl wirklich einen schleichenden Plattfuß und das war für mich in diesem Fall natürlich gut. Ein alter Bekannter, auch ein Stein, Tschechien, war wieder mit dabei aus den Niederlanden, Terry Callaghan. Der schwärmt jetzt zu Beginn des Interviews erstmal davon, dass es so eine tolle Veranstaltung ist, von den Duschen über die netten Leute, das Fahrerlager und alles ist absolut top organisiert und das bestätigten übrigens alle, die dann auch zurückkamen mit einem Grinsen von dieser tollen Veranstaltung. Ja, dann geht es um das neue Auto, was er hat. Er sagt, nein, das ist nicht ganz neu, das Auto. Das ist rebuilt sozusagen. Das ist ein Gebrauchtwagen. Den haben wir komplett neu aufgebaut mit Fritz Duisenstra zusammen von Fast and Speed oder Fast and Speed Racing heißt, glaube ich. Das ist ja übernommen worden, hat einen neuen Besitzer. Es ist nicht mehr John Verberg, sondern Roel Brussem. Und der hat natürlich mit Terry Callaghan gleich mal einen Topmann im Stall. Und nochmal angesprochen auf Matschenberg, sagt Terry, ja, da hatten wir echt das Motorproblem. Der Motor war kaputt, weil die Wasserpumpe kaputt war. Das hat zu einer völligen Überhitzung geführt. Aber kein Problem, wir haben in Novapaca getestet, jetzt sind wir hier und es läuft alles super. Bernd Stubbe ist auch wieder da. Radek Jordak hat ihn eingeladen und der hat eine Riesenshow abgeliefert. Ja, doch schon. Also ist schon schön, mal wieder hier zu sein, besonders bei diesem schönen Rennen hier in Porici. Also das ist absolut auf dem Niveau von EM, wenn nicht noch höher. Also wirklich schön. Die Abnahme so einfach, so schön. Die Leute nett hier, die Veranstaltung super. Also in Tschechien die Mannschaft ist sehr, sehr, sehr ansprechend und sehr schön. What is Porici? You are first time here. Very nice track. Ja, die Strecke ist super. Und ich das sehe, die machen was nach jedem zweiten Lauf Bahndienst. Also Willig, echt schön und das macht mir Spaß. Also, Jordak hat uns eingeladen, hierher zu kommen und dafür nochmal besten Dank. Und ja, einfach schön, mal wieder zu fahren und ja, funktioniert. Langsam komme ich wieder rein, also schon lange nicht mehr gefahren, aber erste Training war nicht so gut, zweite war nass, aber vom Fahren her war es besser. Also macht Spaß und kommt gut. Thank you very much. And your target this race, your target this race. Was denkst du? Was denkst du? Natürlich fahren wir für den Sieg immer, aber ja, wir probieren das Beste rauszumachen und einfach Spaß haben und das ist das Wichtigste. Sehr gut, sehr gut. Also Motor sehr, sehr gut, den wir gekauft haben und lässt sich mittlerweile sehr gut fahren, sehr, sehr gutmütig. Kein Turboloch mehr, ja. Bin sehr zufrieden und kann mit dem alten Auto auch mitfahren. Ja. Porici is good for you? Ja, Porici ist, ich bin sehr überrascht. Die beste Veranstaltung jetzt in diesem Jahr, muss ich sagen. Die ganzen Verantwortlichen geben sich viel Mühe. Ein ganz neues Sanitärgebäude. Also die ganze Veranstaltung für mich sehr, sehr gut. Ja, und die Strecke vor allen Dingen auch für die Fahrer und die Zuschauer. Ja, also die Zuschauer können auch hierher kommen. Super. Ja. And your plans for this season? Leider werden wir aufhören jetzt mit Rennen fahren. Heute das letzte Rennen für dieses Jahr. Und wir werden nächstes Jahr einen neuen Rahmen haben für das Superbuggy-Reglement. Und versuchen dann wieder in der tschechischen Meisterschaft anzutreten.
Ja. Na, da freuen wir uns jetzt schon drauf. Danke, Holger Gocht, der mit seinen Jungs, die ja alle schon ein paar Tage auf den Autocross-Rennen unterwegs sind, hier angetreten ist. Das ist ein alter Bekannter, Vit Nosalek. Und der hat sich für dieses Rennen das Auto von Zdeněk Antoni geliehen. Und der sagt, das Auto ist echt perfekt mit dem 3-Liter-Motor, das ist super. Vielleicht werde ich das kaufen und dann werde ich, je nachdem wie das hier ausgeht, werde ich damit dann starten. Aber wir wollen mal schauen, wie das heute hier so läuft. So, jetzt aber mal wieder rennen, dann das Finale. Und natürlich ist Peter Nikodem am Start erstmal vorne. Den hast du auf dem Zettel, wenn du dich im Autocross ein bisschen auskennst. Und dann zieht er auch vorweg. Bernd Stubbe war am Start nicht ganz so gut. Da war er zwischenzeitlich Vierter. Szabolcs Klenas im Moment auf der 2. Es waren ja einige schnelle Ungarn auch da. Also da tut sich offensichtlich auch irgendwas. Aber in den Kurven, die so spitz sind und die so schwer zu fahren sind hier, da bist du natürlich als zehnfacher Europameister, glaube ich, gut aufgestellt. Da kämpft er mit dem Ungarn, mit dem Szabolcs Klenas. Und hier sieht man es, Peter Nikodem hat Probleme. Da gibt es wohl an der Antriebswelle Probleme. Da kann er nicht mehr mithalten. Tja, da lässt sich Bernd Stubbe natürlich nicht zweimal bitten. Jetzt kommt seine Zeit. Der Zweitplatzierte dreht sich und damit ist er auf und davon. Der hat dann hinterher, glaube ich, sogar langsamer schon gemacht. Auch da Jaroslav Hauschek mit der Startnummer 9 wird Siebter im Finale, fährt seine 50. Saison. Und Bernd Stubbe gibt dem Jordak-Auto, gibt dem 3-Liter-Volvo-Motor mal ordentlich die Sporen und gewinnt zum ersten Mal als Deutscher hier den großen Wanderpokal. Eine Riesenehre und ich muss ganz ehrlich sagen, ein sehr faires Publikum. Sie haben ihm alle applaudiert, sie sind alle aufgestanden. Ich glaube, das ist die Rückkehr des Champs, so wie sich das alle gewünscht haben. Und jetzt schon mal vorweg, wer vielleicht noch Zeit hat und nach Frankreich fährt, in Saint-Denis wird er dieses Fahrzeug nochmal einsetzen. Auf den Plätzen, auf Platz 2, speziell der Richard Todt aus Ungarn und Vit Nosalek, der Tscheche, wird sogar Dritter. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob er das Auto kauft. Ja, war schwierig, war schnell, aber Start haben wir ein bisschen Gedrängel gehabt. Und Nikodem ausgefallen, ja, schade für ihn. Hätte gerne mit ihm gekämpft, aber letztes Jahr in Spanien sind wir ausgefallen, heute eher. Das ist Rennen. Tja, ich glaube, das tut ihm gut, dem Bernd Stubbe. Und er hat ja eigentlich abgedankt, hat der Europameisterschaft Adieu gesagt, ist jetzt auf anderen Pfaden unterwegs, fährt nächstes Jahr auch in den Niederlanden die nationale Championship. Aber das hier war nochmal richtig gut. Und vielleicht müssen wir auch den Richard Todt mal im Auge behalten, der wirklich sich perfekt verkauft hat hier in Porici, der junge Ungar. Zdeněk Antoni hat übrigens das Auto von Peter Bartosz gekauft und wird jetzt mit Turbomotor in der Europameisterschaft weiter antreten. So ist es. Das sind die Bilder aus Porici und ich glaube, wir haben alle gemerkt, das war mega dort. Die deutsche Rallycross-Meisterschaft war auch wieder unterwegs, dieses Mal in Österreich zu ihrem 6. Lauf in Fuklau. Fuklau fand ja auch schon mal die Autocross-Europameisterschaft statt. Mittlerweile ist der Track komplett geteert und das hat für hohe Geschwindigkeiten gesorgt. Also wenn Sie da mal möchten, schauen Sie mal rein. Wir haben die Adresse eingeblendet, ganz zu Beginn. Es lohnt sich, schöne Onboards dabei. Ja, und mit diesen schönen Bildern sage ich tschüss, ciao, bye, bye. Bis zum nächsten Mal, Ihr und Euer Andreas Flasser. Auto und Rallycross bei Mediasport wurde Ihnen präsentiert von Windschiegel Maschinenbau, von Airpower Autosport Artikelen, von Airpower Schweiz bei Reto Baumgartner, von Racing Interior, von Goldspeed Racing Products, von LMS Indie Sport Tires, von Peters Autosport und Partnern. Von Dino Performance bei Thorsten Kandels und von Jaka Cross.